Have a break, have a coffee. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Unpacked, dem Siemens Packaging Podcast. Heute habe ich Julian Schreier zu Gast. Julian ist Geschäftsführer von Schreier Sondermaschinen, aber in seinem Herzen ist und bleibt er einfach Maschinenbauer. Das spürt man einfach, wenn man sich mit ihm über seine Projekte unterhält. Und zu seinen Kunden gehören die größten Namen in der Lebensmittelindustrie. Und ich bin schon sehr gespannt, was er mir heute erzählen wird. Hallo Julian, ich freue mich echt sehr, dass du heute zu Gast bei uns bist. Ich hatte ja schon in der Vergangenheit öfters mal das Vergnügen, mich mit dir über deine Projekte auszutauschen. Und ich weiß, dass ihr immer an ganz besonderen Lösungen arbeitet. Echte Ingenieurskunst. Was macht ihr gerade so? Hallo, die Freude ist ganz meinerseits. Wir arbeiten wie eigentlich immer an den besten Lösungen für unsere Kunden. Wir sind eine relativ kleine Firma, das heißt, unser größter Pluspunkt ist unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die wir eigentlich nutzen, um tagtäglich daran zu arbeiten, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Und was sind denn so die Anforderungen, die euch gerade so auf Trab halten? Also im Endeffekt will der Kunde ja immer eine, wie man so schön sagt, eierlegende Wollmilchsau, eine Maschine, die alles kann. Schnell verpacken, gut verpacken, nachhaltig verpacken, Formatwechsel einfach und allen voran einfach zu bedienen. Warum ist denn das Thema einfache Bedienung so wichtig gerade? Das hört man immer wieder. Betrifft uns ja quasi alle. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben Operator in den Produktionshallen, die nun mal in Rente gehen. Und die wenigen, die sich noch gut auskennen, sind verteilt auf verschiedene Linien. Das heißt, da gibt es keinen Spezialisten mehr für nur eine Maschine. Insofern ist die Kompetenz pro Maschine etwas gesunken. Und wir müssen schauen, dass wir eben ohne Training und ohne Expertise und entsprechendes Fachwissen oder eine Ausbildung klarkommen und eine kurze Einweisung ausreicht, um die Maschine bedienen zu können. Das ist jetzt natürlich, sage ich mal, so ein bisschen so ein Spannungsfeld, weil die Maschinen werden einerseits immer komplexer, andererseits sollen sie immer einfacher zu bedienen sein. Wie kriegt man das eigentlich hin? Wir haben uns hier neu aufgestellt, ein komplett neues Gesamtkonzept, Modularisierung und Standardisierung. Wir haben überall dieselbe Programmstruktur, maschinenübergreifend, überall Servoantriebe von Siemens und zwar die gleichen für den Kunde einfach, für uns einfach. Wir haben komplett neue Unified HMI-Panels, die sind ähnlich zu bedienen wie ein Smartphone und das kennt eigentlich jeder Operator. Wir haben ein komplett neues Signalbeleuchtungskonzept, sodass an der Maschine sofort ersichtlich ist, wo tritt hier gerade ein Fehler auf, die entsprechende Stelle leuchtet. Das macht es recht einfach und sehr schnell für den Operator zu agieren. Eigentlich im Endeffekt sind das so die Punkte, an denen wir intensiv arbeiten, um alles einfacher zu machen, standardisierter, modularer. Das Bedienkonzept bleibt immer gleich. Das ist natürlich eine gute Sache, wenn das Konzept immer gleich ist. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass die Operator ja auch möglichst viel einstellen wollen können, sozusagen. Wie findet man da die richtige Balance? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Zwischen gebe ich jeden Parameter frei und man kann an der Maschine wirklich alles adjustieren oder sperre ich alles und man drückt Start und Stopp. Was da aber am meisten hilft, ist einfach eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, um da die optimale Lösung zu generieren. Und wie ist das Feedback von euren Kunden, von den Anwendern? Habt ihr da schon Feedback vom Markt bekommen? Also tatsächlich haben wir erst eine neue Maschine ausgeliefert mit eben diesem Unified Panel und dem neuen Bedienkonzept und offensichtlich fahren wir den richtigen Weg, denn es wurde ein kompletter Retrofit aller bereits bestehenden Maschinen in der Halle angeordert und die wurden jetzt umgerüstet auf eben jene neue Bedienphilosophie und das neue HMI und es funktioniert prima. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr positives Feedback und ist natürlich auch gut, weil das zeigt, dass sich die Investition auch gerechnet hat. Und ihr habt ja noch weitere Themen, wo ihr dann auch den Ertrag gut investieren könnt. Ja, da tut sich natürlich gerade schon auch sehr viel am Markt. Nicht nur die Bedienphilosophie oder was eine Maschine an und für sich können muss, sondern eben auch die Veränderung des Verpackungsmaterials hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Ich habe hier Kunststoff, ich habe Papier. Was kann ich mit dem Kunststoff machen? Was kann ich mit dem Papier machen? Ich kann den Kunststoff so dünn wie möglich machen. Ich kann den Anteil an recyceltem Plastik gravierend erhöhen. Das sind wichtige Schritte, die man gehen muss. Papier sieht gut aus, ist aber gar nicht so einfach. Nicht jedes Produkt kann in Papier verpackt werden, aber wir sind dran. Was sind denn so Produkte, wo man jetzt, sage ich mal, mit einer Papierverpackung vielleicht nicht so gut fährt? Also am Beispiel einer Tiefkühlpizza, die wird normalerweise in Kunststoff verpackt und dann geschrumpft. Dann liegt die Verpackung sehr eng an. Und bei Papier, ich kann das Papier nicht schrumpfen, ergo habe ich einfach ein bisschen Luft in der Verpackung. Und im schlechtesten Fall öffnet der Endverbraucher die Verpackung und findet eine Pizza vor ohne Belag, weil der Belag irgendwo in der Verpackung liegt. Das ist natürlich dann
sage ich mal, schon ein ziemlicher Mangel. Gibt es da schon prozesstechnische Lösungen? Also wir können mit Papier verpacken, in Abhängigkeit des Produkts. Ist es auch sinnvoll und eine tolle Errungenschaft, aber bei Pizza tun wir uns gegenwärtig noch schwer. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ihr da schon eine Lösung finden werdet, Julian. Leider muss ich ein bisschen auf die Zeit gucken, vor allen Dingen, weil du auch wieder zurück zur Arbeit musst. Es war super spannend, wie immer. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns über dein nächstes Projekt unterhalten. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Dann bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Spannend. Gerade das Thema Bedienerfreundlichkeit ist ja etwas, das nicht nur die Verpackungsindustrie betreffen wird, sondern ganz viele verschiedene Branchen. Die Babyboomer gehen in Rente. Und was machen wir dann? Dann müssen die Maschinen in der Lage sein, die Bediener so gut zu unterstützen, dass sie möglichst ohne Vorkenntnisse diese Maschinen auch bedienen können. Das nächste Thema, das Julian angesprochen hat, war der Wechsel von Plastik zu Papier. Und da ist es offensichtlich nicht so einfach, die Materialien zu ersetzen, sondern man muss auch über neue Prozesse nachdenken. Ich bin ziemlich sicher, dass das nochmal Thema sein wird. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge unseres Packaging-Podcasts gefallen. Sie finden das Transkript auf unserer Webseite und dort finden Sie auch einen Link zu einem Projekt, das Julian neulich realisiert hat. Wirklich ein ganz tolles Thema. Wir freuen uns über ein Like, über ein Abo und empfehlen Sie uns gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.